Moin, herrlich, aber bitte, liebe Freunde, hier ist das 40A-Team. Ich sollte heute mal eine Runde in Adopt Me rein und wir wollen uns das mal angucken, warum ich hier eigentlich rein sollte. Ich verstehe das überhaupt nicht. Samantha sagte, komm mal bitte rein in Adopt Me, ich habe was für dich. Und ich möchte mir das gerne angucken. Was ist das denn? Modernen Menschen, nein, danke, ich habe keine Robux. Ich habe manchmal überhaupt keine Robux. Mitnehmen, was ist das? Achso, Tag 1, $25 nehme ich gerne wieder mit. Da gibt es dann wieder verschiedene Dinge, die ich haben könnte und auszahlen. Und ja, ich sehe natürlich wunderbar aus und warum habe ich so Großmaus? Kann ich das Haus verlassen hier? Achso, das war einfach nur das Ding. So, ich spiele wieder eine Runde Roblox Adopt Me, weil ich sollte mir hier was abholen. Und dann wollen wir mal gucken, ich voll ungewohnt hier auf dem PC zu spielen, weil ich wollte ja unbedingt ein Video machen, weil ich das hier mal angucken sollte und ich will das mal machen. Wo ist denn mein... Ich weiß nicht, wo mein Zuhause ist. Wo ist denn der Ausgang? Kann ich auch drehen? Ja. Achso, okay, alles klar, danke schön. Also einfach die Maus. Ich spiele Roblox ja eigentlich generell nicht auf dem PC. Generell schon nicht. Aber so, wollen wir gucken. Samantha, das hat ja irgendwie noch so ein großes Haus. Und da bin ich hin. Ey, guck mal, da fliegen sogar die Tiere. So, wo ist Samantha? War das ihr Haus? Nee, ne? Sie hatte so ein hässliches Haus gehabt. Eigentlich hatte sie so ein großes... Ist das jetzt hellblau da vorne? Nee, das ist überhaupt zusammen. Bin ich überhaupt zusammen mit ihr auf dem Server? Das ist auch noch die Frage. Sind wir nicht zusammen. Samantha muss kurz reinkommen, um das denn wirklich erstmal zu sehen. Mama ist erstmal eine Hanuta oder ein Knoppers. Mein Spiel ist voll. Da muss ich nochmal reinkommen. Was ist das denn? Ich habe sogar ein Winter-Event hier in Adopt Me. Ich warte bis Samantha da. Und Samantha? Dann öffne mal ein Spiel, versuche ich bei dir beizutreten. Dann sag mir mal, wenn ich muss. Was ist hier los? Hey, ist hier Treff oder was? Hat ja jemand was für mich? Schenk mir mal was. Hey, schenk mir mal was. Es ist Weihnachten. Hallo? Auf Folgen. Ah ja, das ist eigentlich viel einfacher. Ich sollte mehr auf Roblox auf PC spielen, denke ich mal. Ist ja eigentlich wieder sehr viel einfacher auch mit Klicken und und ich will mich immer noch angucken, was ich denn bekomme hier bei Roblox Adopt Me. Was, ich krieg wieder Geld? Ich habe doch gerade das Geld bekommen. Ja, ich kann mir das damit gefallen lassen. Nee, ich will das jetzt alles nicht. Oh, ein Eisgolem. Gibt es hier Eisgolem freischalten? Kann ich mir Eisgolem freischalten? Ja, Robux. 1000. Ja! Geht's oder was? Wie komme ich hier wieder weg? Play. Ja. Vielleicht will sie mir Eisgolem schenken, sagt sie. Das wäre ja was. Nein, danke. Ich möchte das alles nicht. Da ist doch Samanthas Haus. Haus vom Maus. Hey, das reimt sich. So, ich gehe da mal Richtung Samantha hin. Ich könnte mir so keine Eier. Hallo. Oh, Squid Game Kostüm. Hi. Was hast du denn für mich? Du willst mir was schenken, Mama? Ich akzeptiere. So, muss ich dir auch was schenken? Nein? Ich gebe dir jetzt aber was. Du kriegst das? Ich glaube, das wolltest du sowieso haben, um was Goldenes zu kriegen. Und mehr habe ich gar nicht. Ich habe gar nicht wirklich so viele Haustiere, ne? Das ist traurig. So, jetzt bin ich gespannt, was ich kriege.
Nee, oder? Wirklich akzeptieren? Oh, sie hat akzeptiert. Oh, Freunde, ich habe ja schon, wenn man die Videos verfolgt, ich habe ja auch schon Roblox gespielt, Adopt Me. Und ich habe aber nie einen Phönix, der Drache. Das ist das Einzige, was ich mal rausgekriegt habe und ganz viele andere Sachen. Aber ich habe jetzt von meiner eigenen Tochter ein Phönix geschenkt bekommen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh Gott, ich habe ihn. Gleich mal angucken. Gleich mal ausrüsten. Skip it. Oh nein, ich habe den Phönix. Ich habe jetzt zwei Phönix. Ich habe den Phönix. Ist der geil. Ich stehe ja total auf Phönix irgendwie. Ich bin ja total ein Phönix-Fan. Der sieht toll aus. Für 150 Robux kann ich mit dir sogar reiten, theoretisch. Weißt du, Andere Sachen wisst ihr was? Dadurch kriegt Samantha nochmal 50 Dollar von mir. Einfach so. Weil sie meldet jetzt, und dann mache ich das nochmal. Nochmal 50 Dollar. Das hat sie sich verdient. Ich habe einen Phönix. Ich meine, wo gibt's sowas? Hast du dein Tier auch schon bekommen, Maus, was du noch haben wolltest als zweites? Leider nicht, okay. Naja, man kann nicht alles haben, aber ich habe wenigstens, also ich bin der Einzige, der die Treppe nicht raufkommt. Außer alle. Alle anderen kommen hier rauf und das ist. Den haben wir selbst mitgebaut, du. Ja. So, ich habe den Phönix bekommen. Und nur was für euch zur Info, ich spiele das ja schon etwas länger auf der Konsole mit Ja, Samantha. schau mal, der war auch ein bisschen zu klein, also so ein bisschen klein. Und das Mein hier, Zimmer ein bisschen zu klein. ja, mein Zimmer? Mein Zimmer. Ach so. Und das hier ist ja eigentlich mein Zimmer. Hey. Das hier ist ja mein Zimmer. Hier habe ich ein Dings. Oh, geil. Ich habe den Phönix. Und der Phönix passt ja auch wunderbar rein. Muss man doch zugeben, oder? Was meint ihr, liebe Leute? Oh nee, ich habe echt einen Phönix bekommen. Und das hier ist mein Schlafzimmer. Da habe ich eine Badewanne. Der Phönix wird gleich gebadet. Ja, ist das schön. Ich habe einen Phönix, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank, Samantha. Dankeschön. Das freut mich richtig, dass ich jetzt mal einen Phönix habe. Es ist unglaublich. Da ist sie. Komm her. Da ist meine Kleine. Und sie hat mir echt einen Phönix. Sie musste einen zweiten Phönix bekommen haben. Weil sie hatte ja schon einen. Sie wollte sie natürlich selber behalten. Ganz klar, ich habe ja nie den Glück gehabt. Das Einzige, was ich noch hatte, war ein Drache. So. Wolltest du nicht aber auch nicht im Phoenix selbst bekommen? Ja, ich habe jetzt keinen Phönix selbst bekommen. Und das freut mich, dass ich überhaupt einen Phönix Ich habe. habe nicht einen zweiten bekommen. Da habe ich erstmal geguckt, wie sieht eigentlich der Neon aus? Und da ist mir aufgefallen, Neon ist ja blau. Das ist dann kein Phoenix mehr. Das ist kein Phönix. Ja, es wäre natürlich schön, wenn ein Phönix richtig brennen würde. Tut er natürlich nicht, aber naja, gut, muss ja auch nicht. In Neon wäre da blau. Also blau Neon und in Mega Neon Ich glaube, ich werde mich, wäre wie dann früher oder Neon. später, werde ich mir einfach mal Robux kaufen. Den muss man fliegen können. Den muss man wirklich fliegen müssen. Wenn ich das machen würde, Fly. Kostet das 300 Dings. Hättest du sogar. Hab ich sogar, ne? Na, hast du halt keine mehr, ist nur 35. Ich mach das einfach. Komm. Komm, Leute. So, jetzt hast du eine Potion bekommen, den kannst du jetzt ihn trinken geben. Die muss ich dir trinken geben. Was mach ich denn so? Füttern, ja? Yes. Und das macht der Felix. Und er trinkt. Guck mal an, wie er trinkt. Und ich kann ihn jetzt. Jetzt musst du auf Fly, nee, du musst auf Reiten, nee, nicht auf Reiten, auf Ach so. Fly. Das ist ja immer noch schlimmer hier. Und ich habe hier einen Felix. Ich kann mit dem wirklich fliegen. Ja, liebe Freunde, so sieht das denn aus, wenn man bei Roblox einfach mal mit meiner Tochter spielt und sie hat einen zweiten, den sie nicht braucht. Und schon habe ich ein Felix geschenkt bekommen. Ist das lieb von ihr? Liebe Leute, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr findet, dass Samantha ein sehr liebes Mädchen ist und hat mir einen Phönix geschenkt, den ich echt gerne haben wollte, aber nie bekommen habe von zig Eier. Ich habe ja immer nur den, wie heißt der immer? Geil ist das, ne? Zweifeln
Ja, weil man auch noch nicht mal immer den Bigfoot und sowas, den glaube ich. Bigfoot hat man ganz oft, den Sasquatch und den anderen, den dreiköpfigen, Den den Dreiköpfigen und den genau, komischen den Hydra. Fishbone. Die Hüten in den Fishbone oder sowas. Und ich habe jetzt wirklich den Phönix. Ich kann ja fliegen. Ist das schön. Ganz viele wollen ihn immer tauschen. Ganz viele wollen ihn tauschen, natürlich. Also Und teilweise, wenn du den mal auch suchst, kann man sein, dass du mal so ein, zwei Anfragen bekommst. vergiss es. Weil es danach liegt, dass sie dann sagen, oh mein Gott, darf ich dein Phönix haben? Ich schenke dir auch ein Ei. Wo ich Ja. dir manchmal überlege, ein Ei ist natürlich gut. Aber da kannst du ein Phönix bekommen. Aber erstens, da kann er ja fliegen. Das bringt mir schon mal gar nichts. Und da ist er, Phoenix. Ja, liebe Freunde, damit werde ich mich verabschieden. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe bei Adopt Me endlich den lang ersehnten Phoenix, obwohl ich ihn leider nicht selber bekommen habe. Es ist sehr schade, dass ich den nicht selber bekommen habe. Aber wir sind auf das nächste Event gespannt von Adopt Me. Vielleicht werdet ihr das noch im ein oder anderen Video sehen von mir. Ich werde versprochen. Wenn du ihn mit dir selber holen willst, kannst du mir auch gerne wiedergeben, wenn Nee, danke. Versprochen, ich werde mehr Roblox denn auf nicht Konsole mit meiner Tochter spielen, sondern mehr auch mal auf PC. Die sitzt hier auch unten. Können wir schön Xbox und PC zusammenspielen und dann kommen noch mal ein, zwei Videos, beziehungsweise vielleicht auch mal ein Livestream. So, liebe Leute, damit werde ich mich verabschieden und immer noch denken, wir sind nicht Fix, nein, wir sind die Foxys. Game over.